Es ist wieder soweit. Mittwochsvideo. Ah, einen wunderschönen guten Tag. Ja, spannende Woche. Ich habe diese Woche nämlich den Praktikanten hier. Die ist drüben gerade am Malochen. Deswegen, wenn ihr zwischendurch mal was hört, das sind keine Geister. Tapsi ist auch heute nicht da, sondern die kommt Freitag wieder. Ich war beim Haarschneider. Sieht wieder fresh aus. Ich habe wieder richtig Bock. Und danke für das ganze Feedback. Auch das vor allem fast durchweg positive Feedback für meinen Fail. Fand ich ganz cool. Und danke. Macht natürlich dann Spaß. Und das zeigt auch, dass ihr auch für Fehler bereit seid. Es ist auch okay, wenn man was falsch macht. Das Regal ist natürlich trotzdem cool geworden. Und wie gesagt, man hat selber auch kurz damit gekämpft. Oh, zeige ich das jetzt oder nicht? Oder spiele ich da drum rum? Ehrlich, werd am längsten. Ne? Was soll ich euch da großartig erzählen? Ich mache halt auch was falsch. Ansonsten wollen wir mal Maschinenvorstellung machen. Ne? Es geht heute um diese Maschine, die ich am längsten habe von den etwas moderneren Maschinen. Und zwar um mein Altendorf. Wir haben da schon öfter drüber gesprochen und haben irgendwie nie geschafft, mal ein Video zu machen. Und jetzt wollen wir ja nach und nach die Maschine mal durchgehen. Über die wunderschöne Hofmann haben wir ja schon mal ein Video gemacht. Verlinke ich euch hier auch mal. Übrigens, im Schuhregal-Video hatte ich gesagt, dass wir den CNC-Part mal ordentlich durchgehen. War auch erster Plan, war aber ziemlich viel Material und jetzt habe ich gesagt, komm, egal, wir machen mal ein richtiges CNC-Video. Das wird jetzt auch demnächst kommen und da machen wir das dann vernünftig mit Bildschirmaufnahme und dann erkläre ich euch die Maschine mal und so ein bisschen vom Grundsatz her, wie das funktioniert. Das machen wir, kleine Vorausschau, jetzt Mittwochsvideo. Es geht um diese Maschine. Pack mal erstmal die Badewanne hier weg. Ich glaube, hier habe ich als Kind wirklich drin gebadet. Okay. So, ich habe sie extra nicht sauber gemacht vorher. Aber was gibt es denn jetzt eigentlich zu dieser Maschine zu erzählen? Ich versuche das Ganze wieder so aus meiner Sicht zu machen und die Fakten natürlich rauszuhauen, die jetzt wichtig sind. Ein Altendorf-Vertreter würde das Ganze wahrscheinlich anders angehen, aber darum geht es ja nicht, sondern ich stelle die Maschine ja aus meiner Sicht einmal vor, was kann sie, was ist wichtig. Das ist die WR80TE und das ist aus dem Baujahr 2011. Das heißt, sie ist auch schon ein paar Jahre alt. Ist aber gar nicht schlimm, weil die kann, für mich kann sie genau das, was sie, kann auch mehr als sie muss, aber also ich finde sie perfekt. Das Ding ist, die haben damals nämlich angefangen, 2009 oder 2010 wurde die Säge sozusagen überarbeitet, die alte WR80. Die haben einfach super viele Elemente der F45 reingenommen. Die F45 ist sozusagen die Oberklasse bei Altendorf und das ist so Mittelklasse. So kann man das, glaube ich, ganz gut vergleichen. Die haben aber richtig viele Elemente von der F45 hier einfach reingehauen. Zum Beispiel wie die Schlittenführung, Doppelrollwagen. Das ist halt geil, ne? Weil der rollt natürlich, also der ist halt mega genau, mega haltbar und halt einfach gut. Ich habe jetzt hier den 3,20 Meter langen, also den Langschlitten, hat sich damals so ergeben, ist natürlich super praktisch. Ansonsten hat man hier ganz normal schöne Ablage. Lange Schlitten ist natürlich wichtig, einfach aus dem Grund, dass ich natürlich auch große Platten ohne Probleme besäumen kann oder schneiden kann, genauso wie auch mal eine lange Bohle. Ne? Und ich meine, 3,20 ist halt schon ein Unterschied. Ich glaube, sonst gibt es auch noch 2 Meter und 2,50 oder so. Geht auch, aber ich habe ja den Platz. Ne? Wir können ja hier fahren bis Meppen. Diese schnuckelige Säge kann 125 mm maximal sägen. Wir können hier maximal ein 400er Blatt draufschnallen und das reicht für mich in den meisten Fällen schon. Und sonst dreht man das Stück halt und dann geht's weiter. Ne? Ja, hier haben wir so eine Absaughaube. Das ist halt auch alles nicht so fledrig gemacht, sondern das ist hier eine vernünftige Haube, wie sie bei den größeren Sägen auch ist. Da gibt es auch noch so eine andere Haube. Kleinen Moment. So eine. Und die sieht nicht nur cool aus, sondern die ist für Gärungsschnitte. Kann man sich denken, wenn das Sägelatsch quer ist, dann würde ich... Okay, ich kann nämlich ganz normal Gärung schneiden mit dieser Säge, weil 45 Grad Verstellung. Ich kann sogar auf 46 Grad gehen. Ach, zeige ich euch gleich, bevor ich jetzt hier rum. Und ich nehme euch mal an die Hand, das gefällt mir, glaube ich, besser. Weil ich habe jetzt ja meinen Gimbal, dann kann ich mit euch ja auch mal so ein bisschen interagieren und schnacken. Ansonsten zu dieser Säge gibt es grundsätzlich zu sagen, dass Sägeblatt elektrisch einstellbar ist. So, das ist sozusagen die Komforteinstellung, die sie hier, oder diese Komfortausstattung, die sie von vornherein hier drin hatten, da brauchtest du nicht mehr kurbeln, sondern dann konntest du elektrisch verstellen. Zeige ich euch. Man hat hier das Bedienpanel. Das hier ist einmal Sägeblatt und hier wundert man sich, Mensch, das geht ja in die falsche Richtung. Nein, es ist ein Vorritzaggregat. Das hier aber da wäre. Nicht vorhanden.
aber vorbereitet. Könnte man sozusagen nachrüsten ohne Probleme, ist aber nicht da. So, ansonsten mache ich hier an und aus und habe hier die Möglichkeit, mein Sägeblatt zu verstellen. Also hoch und runter. Schnitthöhe zeigt er nicht an, finde ich aber auch nicht dramatisch, denn dafür nehme ich meinen Zollstock oder Gliedermaßstab. Ansonsten Winkeleinstellung hier auch. Da drücke ich auf meine 45 Grad, dann zeigt er mir die Gradanzahl an und hier fängt er an rumzuschmeißen. Und wie man jetzt sieht, er kann auch 46 Grad. Da muss ich dann einfach auf die 45 gehen, hier zack. Das ist den Schnitt, den ich am meisten brauche. Das ist zwar kein Blockbuster hier, aber die wichtigsten Informationen kriegen wir so am besten hin. Weil wenn ich da drauf zeige und mir das selber anglotz gerade, dann kann ich auch am besten erzählen, was ich da zu erzählen habe. Ne? Wenn ihr Wünsche habt zu solchen Videos, könnt ihr die natürlich auch gerne mal ausdrücken. Wie ihr jetzt seht zum Beispiel, fällt mir gerade auf, jetzt seht ihr da ja, das Blatt ist ganz shave. Und wenn ich jetzt hier meine Haube habe, dann hacke ich da voll rein. Ich selber habe auf der Seite bisher nicht reingehackt, aber dafür auf der Seite, weil ich ein Dussel bin. Und dann könnt ihr hier ganz einfach geil, oder? Und schon ist es alles geschützt und ich kann vernünftig absaugen, wenn ich Gierung schneide. Bei meinem Parallelanschlag habe ich hier eine Besonderheit und zwar habe ich hier so ein Digit X, keine Ahnung, wo jetzt tatsächlich witzigerweise zum Video pünktlich die Batterie leer ist. Cool, der zeigt mir nochmal den Abstand hier an. Das heißt, ich brauche es nicht hier ablesen, sondern kann es hier ablesen. Ja, Vorführeffekt, ne? Sag ich mal so. Da empfiehlt es sich auf jeden Fall immer starke Batterien reinzutun. Nicht die Billo-Dinger vom Waldi, sondern ein paar vernünftige, weil sonst wechselt man das so oft und das nervt, weil die kann man nicht an- und ausschalten, die Anzeige. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich glaube, das hätte man cleverer lösen können. Schnitthöhenanzeige stört mich persönlich nicht, weil ich halte da wirklich einen Zollstock ran und ich messe. Also nur beim Newton ist es wirklich wichtig, dass ich weiß. Und da habe ich so eine Messuhr für. Ansonsten, ne, schneidet man ein bisschen. Also ihr wisst, was ich meine. Eine praktische Sache haben wir hier noch. Hiermit arretiere ich ja meinen mein Tisch. Ich weiß gerade nicht, mir fehlt gerade das Wort. Ihr wisst, was ich meine. Dieses wunderschöne Teil. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier lösen und dann kann ich den ganzen Bums hier rüberziehen. Zum Beispiel so. Ohne, dass er runterfällt. Ohne, dass er hier aushakt. Weil dafür sind diese Arretierungen hier. Und das ist praktisch. Daumen hoch. Aber Sigi, woher weiß ich denn, was für eine Drehzahl ich fahre? Ganz einfach. Ihr macht die Glotzkorken auf und guckt, was hier steht. Da steht 4000 Umdrehungen. Das Ganze könnt ihr total komfortabel umstellen am Motor direkt. Ist halt oldschool gelöst, finde ich jetzt nicht dramatisch, weil ich tatsächlich meine Drehzahlen nicht andauernd ändere. Es geht natürlich geiler, ne? Aber ich weiß gar nicht, ob 2011 gab es das auch schon. Aber das ist, wie gesagt, das sind so Sachen, dafür ist es dann eben das Mittelklasse-Modell. Da hat man dann sowas gespart, was aber, finde ich, überhaupt nicht dramatisch ist, weil die Grundfunktion und die wirklich wichtigen, haltbaren Dinge, die sind halt in richtig geil gemacht. Das ist wie beim Auto. Aber wenn ich dann halt einen Massagesitz haben will, dann kann ich halt nicht 10.000 Euro für ein Auto ausgeben, sondern muss da halt tiefer in die Tasche oder in die Santander rein, ne? Nützt nix. Riemenverstellung ist eigentlich ganz einfach. Da stelle ich mir das auf 22,5 Grad, aber dann kann ich da hinten, ich entspanne das ganze Ding, kann ihn da mal wechseln und Abfahrt. Da sind auch ungefähr meine einzigen zwei Fettnippel, ne, ich glaube drei sind's. Die kriegen einmal im Jahr Fett und dann ist Abfahrt. Absaugungstechnisch funktioniert diese ganze Maschine eigentlich sehr gut. Wir haben oben hier so einen 80er Schnuftel und unten haben wir einen 120er Schnuftel. Auf jeden Fall funktioniert das ganz gut. Der Korpus ist an sich auch relativ dicht. Das heißt, eine Formatkreissäge darf man nicht vergessen. Das ist meistens die Maschine, die am meisten Dreck macht. Also man sieht, da ist natürlich immer ein bisschen Spuck und Rotz. Macht aber nichts. Das reicht auch und es ist für eine Formatkreissäge tatsächlich sehr gut abgesaugt. Und für die ganz speziellen Schnitte haben wir natürlich auch was vorbereitet. Und zwar einen super handlichen, leichten Duplexanschlag. Das ist ein Duplexanschlag. Damit kann ich halt auch Gehrung schneiden. Aber auch jeglichen anderen Winkel. Das geht relativ komfortabel. Und schön. Ich kann damit auch gerade schneiden, so wie jetzt. Aber ich könnte damit auch 45 Grad schneiden. Ich kann damit auch 64 Grad schneiden. Ich muss ganz ehrlich sein, ne? So ein Video mit meiner aufgeregten Art. Das Einfachste wäre natürlich, wenn man einen Kameramann hätte. Ne? Bewerbung könnt ihr gerne schicken. Cool wäre, wenn ihr noch Geld mitbringt. Und ansonsten seid ihr herzlich willkommen. Ich habe hier so eine Anschlagleiste. Kann ich so machen. Kann ich aber auch machen so. Für zum Beispiel ganz flache Werkstücke, die sich halt dadurch dann besser führen lassen, beispielsweise. Und zur Feineinstellung. Ich habe hier eine Einstellung im 10-Millimeter-Bereich. Ich habe hier normal mein Maß, was jetzt hier steht. Müsste aber auch nicht da stehen. Wir können es ja auch hier ablesen. Und jetzt kann ich hier lösen. Zack. Und habe hier mein Anschlag ist fest. Das heißt, da passiert gar nichts. Aber wenn ich den löse, kann ich mit diesem Rädchen hier trotzdem
bewegen. Und das ist natürlich auch mega praktisch. Dadurch habe ich natürlich die Möglichkeit für feinste Maßarbeit. Wie ihr wisst, ist es mein Steckenpferd, wie ihr in meinem letzten Video sehen könnt. So, kleiner Nachtrag, also für euch kein Nachtrag, aber für mich, weil mir ist eingefallen, mein Kopf juckt, und mir ist auch noch eingefallen, dass, wie ich euch gar nicht gezeigt habe, wie man das Sägeblatt wechselt bei der Altendorf. Das gehört ja zum Maschinenvideo, deswegen wird das jetzt hier reingeschnitten. Folgendermaßen. Hier ist auch die Bremse, von der ich gesprochen habe. Machst du so, machst du nichts mehr. Machst du so, machst du so. Ha, schön. So, und jetzt geht's weiter. Kommt hier gleich so ein Knopf. Zack. Und schon komme ich ans Sägeblatt ran. Und Sägeblattwechsel inklusive Spaltkeilverstellung oder Wechsel. Spaltkeil mache ich hier einfach mit so einem fetten Imbus. Lose, zack, fertig. Und das Sägeblatt ist auch super einfach zu wechseln, weil ich habe hier so einen Schnellspannverschluss, so ein Spannelement. Also schnell ist relativ, aber zack, lose, aufdrehen, raus, Sägeblatt ab, Sägeblatt drauf, einfädeln, festschrauben, am Sägeblatt festhalten, bisschen anziehen, nicht zu doll, zudrehen, zack, 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 sägen. Und das waren auch schon so die Top-Facts, glaube ich, für diese Maschine, wenn ich ehrlich bin. Ich überlege gerade mal, 5,5 kW hatte ich gesagt. Hat genug Dampf und Durchzug, der Motor, kann man nicht quaken. Tendenziell mehr ist natürlich immer geiler, aber ich hatte bisher keine Probleme. Außer eine fette Ahornbohle hatte ich mal und da hat er dann mal kurz gemerkt, dass er mal ackern muss. Ne? Da musste er das erstmal was tun. Habt ihr Fragen zu dieser Maschine, haut sie gerne raus, weil dann beantworte ich sie euch sehr, sehr gerne. Jo, ansonsten habe ich natürlich auch verschiedene Spaltkeile dafür. Hier ist so ein Besäumschuh, so ein Ding. Natürlich ganz praktisch, ne? Hier noch so ein Spaltkeil, hier habe ich mir eine Vorrichtung gebaut für Schlitz und Zapfen an der Kreissäge. Wenn ich da ein Fazit ziehen sollte, ist so, ich habe sie jetzt seit 2,5 Jahren. Und seit 2,5 Jahren macht diese Maschine einen super soliden Job. Das Einzige, was passiert ist, ist die Sägewelle. Die war am Arsch. Das war natürlich blöd, aber da kann die Säge nichts für. Ich habe sie ja nun auch gebraucht gekauft. Und man weiß ja nicht, was hat er davor damit gemacht. Sägewelle ist jetzt neu. Dementsprechend hat sich diese Säge dieses Video auch einfach verdient. Weil sie jetzt wieder noch frischer ist als vorher schon. Also wie gesagt, für mich eine Top-Säge. Irgendwelche Displays oben wären natürlich manchmal ganz praktisch. Also wenn man da an- und ausmachen kann. Sicherlich wären auch andere Sachen total toll. Aber das ist so, wenn man Golf fährt, ist meistens auch total geil, wenn man irgendeinen krassen Mercedes fährt. Oder ein Porsche. Das ist immer geiler, aber geiler geht immer. Man muss bloß auch zufrieden sein mit dem, was man hat. Und diese Säge ist für mich, ne? Sie mit dem Hobel. Das ist so. Also ich bin mit meinen Maschinen super zufrieden. Da kommt dieses Jahr mit Sicherheit noch was dazu. Falls ihr eine Idee habt, was, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Kann ich ja erst dann auflösen, wenn es soweit ist. Aber wer es richtig macht, kriegt natürlich einen Zollstock von mir. Ansonsten wünsche ich euch eine tolle Restwoche. Schaltet wieder ein, wenn es Samstag heißt, Sigi macht irgendwas Cooles. Lasst einen Kommentar da, Abo da, Liebe da für die ganze Zuckermäuse-Familie. Denn ihr Zuckermäuse seid die Besten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin echt froh, euch zu haben. Macht immer wieder Spaß und tschüss, bis zum nächsten Mal.